Guten Morgen. Es hat die ganze Nacht gestürmt und geschüttet. Und ich war froh, dass ich die Hütte hatte. Ja, Tag 6 ist angebrochen. Ich pack ein und dann geht's auf nach Hausach. Ja, wieder auf dem Weg. Es war eben ein Schild da, Hausach 16 Kilometer, dem kann ich eigentlich nicht so ganz glauben. Egal, gestern Abend habe ich nicht mehr viel gefilmt, das lag daran, dass ich noch Besuch bekommen habe. Da war noch ein junges Pärchen, die sind frisch irgendwie, oder sie ist frisch hergezogen. Die haben sich einfach auf die Terrasse vorne gesetzt, als ich in der drin war. Haben erst irgendwie ein Spiel gespielt und haben dann noch gekocht bis abends. Ach, am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, nachher war es aber auch, haben wir uns dann gut unterhalten. Waren sehr nett beide, durfte meine Powerbank im Auto noch ein bisschen laden. Von daher, hätten ruhig über Nacht im Auto bleiben können, dann wäre sie jetzt voll gewesen. Also Dankeschön nochmal, wenn ihr das jetzt hier seht. Glaube ich zwar nicht, egal. Jetzt geht's auf den Weg nach Hausach. Ja, es hat ein bisschen was Mystisches hier. Irgendwie ist das alles diesig. Die Schutzhütte war Gold wert heute Nacht. Wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich jetzt klitschen, dass es zählt. So ist alles trocken. Ich muss jetzt halt ein paar Kilometer mehr machen, ist mir die Sache aber absolut wert. Ja, ich war gerade vor den Schildern ein bisschen verwirrt, die da waren. Man musste erst mal gucken, wo ich überhaupt war und habe dann festgestellt, dass ich überhaupt nicht in der Hütte übernachtet habe, wo ich gedacht habe, sondern dass ich mich auf einer Variante befunden habe des Westweges, die ja einiges länger ist und für sehr schöne Aussicht sorgen soll. Das ist natürlich Quatsch, die brauche ich heute nicht. Und ich habe mich dazu entschieden, diese Variante zu verlassen und das abzukürzen. Aha, ich weiß das nie gut, aber da stand anders ausgeschildert ein Weg mit gelben Schildern anstatt roten Richtung Hausach, dann wäre ich wieder normal drauf. Und ja, man muss ein bisschen aufpassen hier. Da ist nämlich wieder eins von diesen Schildern, dann geht's, ach du Scheiße, durch das hohe Gras durch. Oh Mann, ey. Ja, ich überlege nochmal, ob ich das mache oder ob ich wieder zurückgehe, dann tatsächlich diese blöde Variante laufe. Ärgerlich, habe ich gestern irgendwo geschlafen, bin gestern auf den falschen Weg gekommen. Hier ist doch aber auch ein Schild. Ah, ich orientiere mich erstmal und ja, wenn ich wieder weiß, wo ich genau bin, dann hole ich euch dazu. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, den kurzen Weg zu laufen, diesen gelben Schildern entsprechend hinterher. Hier runter geht es nach Hausach, 7 Kilometer. Die andere, das mit der anderen Geschichte, wären 14. Nicht für eine Aussicht, die ich nicht sehen kann. Aber ja, ich hoffe, dass das vom Weg her einigermaßen so bleibt. So ist er ja schön, muss ich sagen. Der Weg ist übrigens ein Highlight, muss ich sagen. Hört das Rauschen in den Bäumen. Weiß gerade nicht. Und die Vögel zwitschern. Ein bisschen aufpassen muss man, dass man nicht wegrutscht hier. Also wenn ich hier jemandem erklären soll am Telefon, wenn ich den Empfang habe, wo ich bin, ist schwierig. Und dann sind wir mal ein bisschen vorsichtig und gehen noch mal ganz langsam hier durch. Den Hauptweg zu verlassen, das war schon früher in Dracula-Film 1960. Nicht die beste Idee. Puh, schön ist er ja. Hoho. So, dann werden wir hier nochmal ein Happen essen. Auf der Bank, die kommt wie gerufen. Ich befinde mich immer noch auf dieser gelben Route. Und da unten im Tal, könnt ihr das sehen? Das müsste Hausach sein. Also 4,5 Kilometer etwa, 4,5 Kilometer. Und da geht es dann auch das Feld runter. Ich sehe da hinten schon ein Schild entsprechend. Ja, in Hausach gut angekommen. Ja, war ein schöner Weg hier runter. Habe ich jetzt eine Ecke gefunden hier. Ich will nicht sagen, dass das eine schöne Ecke ist. Aber in der Nähe des Edeka, der ist daneben mir, da ist da gleich ein Getränkemarkt. Direkt eben mal rum. Da ist der Edeka, da ist der Getränkemarkt. Und wenn ihr da hinten rumgeht, also da in der Mitte durch und gleich links,
Da ist Muris Dönerhaus und der hat mir gerade einen Döner zusammengebastelt. Er ist absolute Weltklasse, den werde ich gleich verspeisen. Hab beim Edeka auch schon ganz viele Sachen eingekauft. Musste ganz viele Sachen umkippen, nochmal Spiritus, dass ich da jetzt doppelte Menge mit habe. Ganz viele Sachen entsprechend umgekippt, hab mir noch eine Dose Bier mitgenommen und naja. Bin eigentlich fertig, das Einzige, was ich noch brauche, ist ein bisschen Wurst und Brot. Da hatten sie irgendwie nicht so die Sachen, die ich gerne haben wollte. Denke mal, da halte ich nochmal beim Aldi an, da komme ich noch dran vorbei. Da krieg ich, oder beim Lidl, irgendwo kriege ich noch meine Sachen. Ja, und dann geht es wieder raus in die Berge. Aber mit dem richtigen Anstieg ist es jetzt wohl der schwierigste Part, der jetzt kommen wird. Und ja, da verstärke ich mich jetzt ein bisschen und dann sehen wir uns am Berg wieder. Ja, da auf der Seite, auf der anderen Seite befindet sich der Gasthof zur Eiche. Warum zeige ich euch den? Naja, bei dem war ich eigentlich eingemietet von heute bis übermorgen. Wäre ich gerne da geblieben, aber ja, wegen Corona muss ich es natürlich stornieren. Jetzt geht's weiter. Kein Zero Day, nicht erholen, nicht duschen. Ein Jammer. Na gut, weiter geht's. Ja, es geht jetzt raus aus Hausach. Ich habe doch noch mal einen kleinen Umweg gemacht. Ich wollte noch zu diesem Kinzigtal-Tor hin, bin ja von der anderen Seite gekommen, bin eigentlich hier schon vorbeigelaufen, habe dann noch mal dreiviertel Stunde sicherlich Umweg gemacht zum Tor. Dann dahinter war noch mal ein Lidl, da wollte ich noch mal gutes Brot kaufen. Die haben so gutes Brot beim Lidl, ja okay, beißt sich ein bisschen. Aber die haben tatsächlich ganz leckere Geschichten da, zeige ich euch mal. Ja, und dann ging wieder zurück und ja, jetzt geht es hier die Berge hoch. Anstrengendes Stück, habe ich gesagt, mit dem schwersten Gepäck, was ich sowieso hatte. Ich werde wahrscheinlich nicht viel filmen auf dem Weg da hoch. Vielleicht mache ich mal eine Pause, wenn es schöne Aussicht ist. Dann zeige ich euch nochmal einen Ultraleichttrick von meinem Großvater. Ansonsten sehen wir uns oben wieder und dann machen wir mal einen Plan, wie weit es dann noch ist und ja, wo wir eventuell oder wo ich dann eventuell übernachten werde heute entsprechend. Wilhelmshöhe ist das Ziel, 19,5 Kilometer stand da unten gerade dran. Das werde ich nicht mehr ganz machen. Aber wir haben ja auch erst den sechsten Tag und das ist jetzt die siebte Etappe, die gerade angefangen hat. Von daher sind wir gut dabei und ja, entspannt den Berg hoch. 4 Kilometer oder 4,5 Kilometer geht es jetzt nur steil bergauf. Puh, ich freue mich. Oh, so anstrengend ist das gar nicht. Hier hoch. Ja, ich wollte noch mal was über die ganzen Leute sagen, die ich so hier treffe. Da hat noch nicht einer blöde was gesagt, dass ich unterwegs bin, dass ich auch, naja, viele haben gefragt, wo ich übernachte. In seinem Zelt, ach, waren alle begeistert. Keiner hat rumgemosert, das darfst du aber nicht oder so. Alle viel Verständnis dafür gehabt. Und die Leute hier sind total nett, reden alle, die reden ein bisschen komisch. Die reden gar nicht, die schwätzet. Ja, schwätzet nennt man das hier. Die reden ja auch kein Schwäbisch, sondern meine Freundin Friedrichs Mama hat mir gesagt, ich bin im Land der Gelbfüßler unterwegs. Ich glaube, das hat sie böse gemeint. Deswegen, liebe Gelbfüßler, ich habe nichts gegen euch, ich mache euch. Ich glaube, das sowieso nicht mit den gelben Füßen. Total nett, ich war gerade an der Kasse, da in Hausach an dem Supermarkt, warte mal, wo wollen wir jetzt lang? Runter geht nicht, wenn dann eh nur hoch. Da war so ein kleines Mädel und sagte dann, ah, sie laufen Westweg, wollen Sie das Zettel mitnehmen? Ich sage, nee, das so viel erreicht. Also mega mäßig. Nett, lustig sprechen, lustig. Die können gar nicht schimpfen, so wie die sprechen. Wenn der Polizistin kommt, wenn du falsch geparkt und sagt, oh, jetzt kriegst du Zettel. Das kannst du doch nicht für voll nehmen, oder? So, aber jetzt konzentriere ich mich doch ein bisschen auf meinen Weg, wo es echt, mir echt leicht fällt, hier hochzugehen. Woran das wohl liegt. Ich melde mich um. Ja, es hat leicht angefangen zu regnen. Ich hatte gerade überlegt, na, holst den Schirm mal raus oder machst du sonst irgendwelche Vorkehrungen zwischen 14 und 15 Uhr war irgendwie Regen vorhergesagt, 50%ige Wahrscheinlichkeit. Sah zwischendurch echt böse aus, hatte jetzt ein bisschen aufgelockert. Jetzt fing es doch so ein bisschen an und ja, ich stelle mich mal ganz kurz da unter. Da haben sie mir so ein schönes Häuschen hingebaut und check mal die Lage, wo ich überhaupt bin, ob ich schon oben bin. Also ich bin schon wieder relativ weit oben, ja noch nicht ganz, aber
Das war einfach jetzt. Das war tatsächlich sehr einfach. Ah, Klammer, Rucksack ab da. Ja, warte ich den Regen einfach mal ab hier. Also gut hochgekommen hier. Ja, dann trinke ich nochmal die Dose Bier. Alter Ultraleichttrick von meinem Großvater, Opa Milupa, der hat ja bekanntlich, das wisst ihr, er ist Ultraleichttracking erfunden. Und ja, denn alles, was man austrinkt, muss man nicht mehr tragen. Also da hinten sieht es ganz, da sieht es ganz böse aus, aber da, wo ich hin muss, sieht es eigentlich schon fast wieder ein bisschen freundlich aus. Vielleicht habe ich Glück und komme durch, also so ab 16 Uhr soll es komplett sowieso vorbei sein mit dem Regen. Und ja, guck mal, jetzt kommt sogar die Sonne hier noch raus. Ah, wie schön, stelle ich hin. Das Solarpanel gleich nochmal in die Sonne, trinkt das Bier aus und dann gucke ich mal auf der Karte, wo ich bin und wie es weitergeht. Und wir sehen uns oben am Pfarrkopf. So, hier ist die Stadtkapelle. Da ist die Trompete. Das kann ich nicht. Hier ist so ein... Ich meine, das kann ich auch nicht, aber... Aua. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Das war aber auch zu erwarten. Ja, wer da Bock zu hat, ja, cool. Coole Ideen kommen die Leute hier, sowas hinzubauen. Oben an der Hasenäckle, 480 Meter Höhe. Schwarzwaldvereinhauser. Ja, coole Idee. Ja, schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Da hängt ein Kasten am Baum mit einer Fledermaus drauf. Unten ist so ein kleines Loch. Ich denke, dass das ein Fledermauskasten ist, wo die drin den Tag verbringen sollen. Das wäre ja geil. Wer dazu was weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich extrem interessieren. Ich will da jetzt nicht groß unten reingucken oder mit dem Stock rumpieken oder sowas. Sollen ihre Ruhe haben, die Tiere, aber das wäre richtig geil. Da geht's weiter mit unserem... Wegweiser sind meine Freunde, muss ich ja sagen. Da ist meins. Pfarrenkopf 1,5. Wilhelmshöhe 16,5, das wären noch 17,5, sagen wir mal 18 Kilometer bis zu dieser Hütte. Hui, das wird sportlich. Ja, mega Insektenhotel, sich eine richtig Mühe gegeben. Und wie immer, wenn sich einer Mühe gibt, muss irgend so ein Arsch... Komm ich doch ein bisschen ins Schwitzen hier. Ja, eine coole Bank und oh, hat jemand seine Schuhe vergessen. So, was steht denn da? Nur wo man zu Fuß war, war man wirklich. Ja, das stimmt. Das kommt von Johann Sebastian Goethe. Nein, Wolfgang heißt er natürlich. Jetzt wartet mal, die haben ein Nistloch gemacht für die Vögel in den Schuh rein. Ja, der sieht doch ganz gut aus, der rechte. Der linke, der ist schon so ein bisschen demoliert. Ja, nett. Also man gibt sich richtig Mühe hier mit dem Weg. Alle Achtung, der Weg ist selber schon so geil und trotzdem gibt man sich noch richtig Mühe. Oh nein, da ist wieder ein Berg, den ich hoch muss. Ich habe keine Berge mehr. Man gibt sich richtig Mühe. Nein, wirklich, also alle Achtung, toller Weg. Aber ich will nicht mehr hochlaufen. Euer Ernst, ich da auch noch hoch. Alter, es hätte so einfach sein, hier links oder rechts. Oh, alter Verfalter. Oh Gott. Dann will ich auch oben sein. Los, komm, dann machen wir das jetzt noch. Und, Alter, leck mich, meine Füße. Oh, das war jetzt heute. Nochmal richtig der Hammer. Lang nicht so einen Berg hoch. Oh, leck mich jetzt im Baum mehr. Wow. Oh, und so eine Aussicht. Ich nehme das zurück. Leck mich doch nicht. Guckt euch das an. Alles ein bisschen dunstig. Es kann sein, dass ihr das im Bild gar nicht so geil sieht, wenn das so dreidimensional ist, wo die Schatten sind, wo die Sonne noch hinfällt. Wow. Und da unten das Haus, auch so hoch bin ich gegangen. Wow. Erstmal Pause. Ja, hier oben gibt's eine kleine Pause. Ich glaube auch eine wohlverdiente.
habe ich mir verdient. Am Anfang ging es tatsächlich in dem Buch, was ich habe, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, aber da war jetzt steil hoch und es ging jetzt wirklich am Anfang so Blarifar, wo ich gedacht habe, na, das ist ja Mickey Mausberg. Aber lach nicht über den Mickey Mausberg, ihr kennt das, sonst lacht der Mickey Mausberg irgendwann zurück. Und das letzte Stück war einfach nur noch, ich habe gedacht, mir platzen die Oberschenkel. Es ging nur noch steil. Deswegen mache ich jetzt eine kleine Pause. Ja, wir gucken mal in die Hütte rein zusammen, wenn ihr Bock habt. Vielleicht aber eben nochmal, ich habe gesagt, bei Lidl gibt es gutes Brot. Und ja, ich weiß, beim Bäcker gibt es gutes Brot. Ich habe selber Bäcker gelernt. Schaut mal hier, was ich meine damit. Wir haben so coole Sachen hier. Das nennt sich so ein Bauern-Ding, das ist richtig rustikales Zeug. Und hier ist irgendwas, ein Pfefferbrot nennt sich dieses hier. Das ist ein Pfefferbrot. Und das zusammen mit dem Würstchen. Ich habe so Schwarzwälder Kaminwurzen, keine Ahnung, wie das hier heißt, gekauft. Der Füßlerwurst. Nein, nein, habe ich nicht gesagt. So, wir gucken mal rein in die Hütte. Das ist schon wieder ein bisschen übertragen. Guck mal her. Hallo. Ja, hier fehlen nur noch die Ritter der Tafelrunde. Ja, eine schöne Schutzhütte. Liebe Wanderer, die Entsorgung der anfallenden Abfallmengen auf dem Pfarrenkopf wird immer aufwendiger. Jeder sollte versuchen, Abfall zu vermeiden. Bitte nehmen Sie den anfallenden Abfall wieder mit. Ba-ba-ba. Joa, sollte selbstverständlich sein. Denke ich mal. Also hier könnte man übernachten, aber es ist mir natürlich noch viel zu früh. Ein Hüttenbuch gibt es noch. Na, da werde ich mich gleich mal eintragen. Mal gucken, wer alles hier war. Da mache ich mir gleich mal Spaß von. Das nehme ich mit raus in die Sonne. Und Stift auch. Ups. Haben wir die Hütte gesehen. Sehr schön, aber hier bleiben wir mal nicht. Wir lesen mal im Hüttenbuch und ich glaube, Glenn Morangi hat einen Gruß für mich mit auf den Berg gebracht. Das hat sich jetzt ein bisschen zugezogen hier am Pfarrenkopf. Ich habe noch ein bisschen Pause gemacht. Hatte auch noch mit einem Radfahrer gesprochen, mit einem Mountainbiker, der noch hier war. War ein sehr nettes Gespräch. Aber ihr seht es im Hintergrund vielleicht, es ist alles neblig. Es hat angefangen zu regnen. Ich habe mal in die Karte geguckt. Ja, bis zur Wilhelmshöhe sind es noch 15, 16 Kilometer. Da kommt noch eine einzige Hütte dazwischen und das ist die in 2,5 Kilometer. Büchereckhütte heißt die. Und ja, es wird so sein, dass ich die nehmen muss und dann da bleiben werde. Dann habe ich heute wieder eine etwas kürzere Tour gemacht. Das muss ich dann tatsächlich mal aufholen, entsprechend, wenn das Wetter besser wird. Obwohl, das hat sich wahrscheinlich... Ach, du ahnst es nicht. Das wird ja richtig diesig hinter uns. Werde ich dann mal aufholen müssen irgendwann. Das Wetter, sagte der Mountainbiker, hätte sich verschoben, die ganze Regenperiode auf morgen und danach auch noch Regen. Ja gut, da werde ich dann entsprechend durch müssen, auch laufen müssen. Heute würde ich es gerne noch mal vermeiden und würde dann in dieser Büchereckhütte bleiben, ich glaube, so heißt sie. Da gehe ich aber erst los, weil ich ja noch so viel Zeit habe dann, wenn es aufgehört hat zu regnen. Und dann soll es hier recht stark runtergehen die ganze Zeit. Soll ein schöner Weg sein und dann schauen wir uns die Hütte mal zusammen an. Ja, und auf dem Weg hier zu dieser Büchereckhütte. Und wie immer ist der Westweg hier megamäßig ausgeschildert. Also es war nur an dem einen Tag, wo ich mich verlaufen hatte, an zwei Kreuzungen, da war es ein bisschen tricky, wo ich sagen muss, ja, aber ansonsten läuft das einwandfrei, auch durch die Ortschaften durch. Überall sind diese, ja, diese Rauten, diese Roten hier. Gucken wir mal ran am Westweg und die sitzen einwandfrei. Und also ich kann zu denen nicht verlaufen. Das Stück, was ich gestern versaut habe, ja, da bin ich eine Variante gelaufen. Wenn ihr diesen großen Schild habt, wo die Ortschaften mit Entfernung draufstehen, da steht rechts immer daneben, ist diese Raute und da steht immer drunter Variante oder nicht Variante. Und da habe ich halt einfach mal nicht aufgepasst. Das war dann auch mein Fehler. Habe ich aber gut gerettet heute. Ja, und dann geht es hier weiter bis zur Büchereckhütte. Ich glaube, Büchereckhütte hieß sie. Ja, da vorne ist hier die Hütte. Scheint niemand da zu sein. Zumindest auf den ersten Blick. Ja, macht einen guten Eindruck. Kann noch draußen sitzen, wenn das Wetter gut ist. Ja, ich werde hier bleiben, ich werde hier bleiben müssen. Aber wir werfen mal einen Blick rein, oder? Oh, hier ist mein Grillrost. Grillen wollte ich nicht mehr heute. Ich grill ja gerne, wie ihr wisst, aber hier haben wir. Ja, kann man viel Gegend sehen. Da kann man noch mal sitzen. Wir schauen mal in die Hütte. Wow, macht einen guten Eindruck, macht einen richtig guten Eindruck. Gucken wir mal rein. Video überwacht. Ah, sagte mir schon der Kollege. Was steht da denn?
Dies ist eine Schutzhütte für Wanderer, daher ist der Aufenthalt nach Einbruch der Dunkelheit nur für Wanderer gestattet. Weitere Veranstaltungen sind bla 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 bla. Ja, ich darf hier übernachten. Tiana, hallo! Oh mein Gott, ist das geil! Alter Schwede! Jo, hier bleibe ich. Alter, hier sind, guck dir das mal an, hier sind Kerzen. Hier ist noch ein Ordner. Stock erstmal abstellen. Hier sind Kerzen, die laufen so mit Strom. Kann ich nur ein bisschen scharfes Licht machen. Und ein Saufi ist auch noch da. Der Saufi ist aber. Oh, neben Saufi ist noch was drin, aber der Saufi war schon auf. Von daher werden wir den Saufi hier stehen lassen. Ja, ein paar Teelichter sind hier. Tische. Wow, wenn keiner mehr kommt, ist das heute Nacht. Meine Hütte! Cool. Das wird meine Veranda werden. Vielleicht schlafe ich auch hier auf der Veranda. Ich mag das ja ganz gern, wenn mir so ein bisschen der Wind um die Nase weht. Gucken wir mal. Und das ist der Ausblick. Sehr cool. Richtig schöne Hütte, Tische drin, habt ihr gerade gesehen, ne? Links Tische, rechts könnte man übernachten. Und es ist sogar, normalerweise darfst du ja in Deutschland nicht wild campen, nicht wild übernachten. Und hier steht extra ein Schild dran, eine Schutzhütte, die nach Einbruch der Dämmerung nur für Wanderer gedacht ist. Das heißt, wir Wanderer dürfen hier in dieser Hütte sogar übernachten, das ist so auch erwünscht. Und es stand auch eindeutig drauf, dass es nicht für Partys von irgendwelchen Leuten gedacht ist. Und es gab da wohl Vandalismus, das steht da auch dran, und seitdem wird dieser ganze Bereich Kamera überwacht. Ja, ist immer schade, dass das einige Leute ausnutzen. Aber ich denke auch Jugendliche, klar, kommt hier hoch, macht hier eure Partys, aber ich sehe das bei mir zu Hause immer, wenn ich sonntags morgens um meinen See walke, nehmt eure Scheiße einfach wieder mit, ihr habt sie auch hingekriegt, dann nehmt sie einfach wieder mit und dann verbietet das auch keiner, dass ihr da hinkommt, dann seid ihr auch sehr gerne gesehen. Wenn ihr eure ganze Scheiße da liegen lasst und alles voll wartet, dann seid ihr auch nicht gerne gesehen. Und eigentlich seid ihr der Abschaum, der dafür verantwortlich ist, dass wir in Deutschland nirgendwo mehr wild campen dürfen. Das seid genau ihr, wenn ihr das euch angesprochen fühlt. Das will ich einfach mal so sagen. Kotzt mich total an, sowas. Aber ich darf hier bleiben. Ich freue mich darüber, dass ich hier alles sauber hinterlasse. Boah, glaube ich, ist, steht außer Frage. Ja, die Etappe heute. Die Etappe wieder mal nicht so weit gekommen, wie ich kommen wollte. Ich wäre jetzt auch gerne noch mal 2 Stunden marschiert. Das hätte mich noch mal 7 Kilometer weitergetragen. Aber es war tatsächlich... bis zur Wilhelmshöhe ist gar keine Hütte mehr. Ich hatte auch mit dem Radfahrer gerade noch mal gesprochen. Der sagte auch, nee, da ist nichts mehr. Ist nur noch diese Bücherhütte. Direkt nach der Wilhelmshöhe kommt noch mal eine Hütte. Das wäre jetzt aber tatsächlich, dann würde ich wieder bis um 8:30, 9 laufen in die Dämmerung rein. Und das würde Stress werden und das ist es mir nicht wert, denn ich habe Urlaub. Und ich möchte die Tage, ich kann ja auch einen Tag mehr brauchen oder auch, ich kann auch 2 Tage mehr brauchen, als die Etappen eigentlich sind. Momentan bin ich bei Tag 6, habe Etappe 7 schon angefangen mit einigen Kilometern und so bin ich quasi in Etappen voraus. Es kommen auch noch mal welche, die haben 32 Kilometer, vielleicht werde ich die nicht schaffen. Im Endeffekt hat das Ding 12 Etappen, glaube ich. Wenn ich die West, ich werde die Westvariante laufen. Unten gibt es ja eine Westvariante und eine Ostvariante. Ich werde die Westvariante laufen um den Titisee und wenn ich dann keine 12 Etappen brauche, sondern 13, ist das kein Problem. Auch 14 wäre kein Problem und auch 15 würde ich schaffen. Dann wird es allerdings eng werden dann mit dem Arbeiten am Montag. Von daher bin ich absolut im Trend und ja, genieße lieber den Tag hier, laufe, mache kürzere Etappen. Versuche jetzt nochmal die nächsten Tage, auch ja, gerade in der Mittagssonne, ein bisschen mein Solarpanel in die Sonne zu legen. Denn da gibt es ein Problem mit Strom. Klar, dadurch, dass die Sonne nicht mehr so viel da ist, wenn diese Wolken davor hängen, habe ich ein Problem damit, die Akkus oder die Powerbank wieder voll zu kriegen. Die ist jetzt relativ leer. Ich lege jetzt Wert auf die Kamera. Natürlich, dass die weiterläuft, dass ich weiter filmen kann. Das Handy wird am Tage ausgemacht. Ja, die Drohne kriegt auch nicht mehr viel Strom. Das war jetzt ein bisschen viel mit Handy, Uhr, Stirnlampe, ja, Kamera, Drohne, das war... wenn die Sonne das hergibt, kriege ich das hin. Ansonsten wird es halt einfach ziemlich schwer. Gut, ich werde mein Lager da einrichten. Ich werde jetzt noch hier mal mit Onkel Glenn ein kleines Gespräch haben. Mit dem alten Schotten. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder in alter Frische. In der Hoffnung auf gutes Wetter. Denn dann können wir morgen Meter machen. Es gibt morgen unheimlich schöne Aussichtspunkte auf dem Weg zur Wilhelmshöhe. Die würde ich euch gerne zeigen. Und zwar am besten mit guter Aussicht. Ansonsten macht das nämlich echt extrem wenig Sinn. Ich sage Dankeschön, dass ihr dran geblieben seid an Tag 6. Und ich hoffe, ihr seid an Tag 7 wieder dabei. Wir sehen uns. Bis morgen.